erste Runde mit Gold Mecha Bow, Leute. Ohne Spaß. Flashgames.shop.de. Oh mein Gott, was? Was? Digga, ich dreh durch. Jo, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und wie ihr es direkt schon seht, Clash Games Bro, du bist gerade nicht auf deinem Main-Account. Warum bist du gerade wieder auf dem Dev-Bild? Ich habe tatsächlich mit dem guten alten Danny gesprochen. Ihr habt ja wahrscheinlich mein Video gestern gesehen, wo ich ein Interview von ihm auf Deutsch übersetzt habe, um euch die paar neuen Update-Informationen bzw. Update-Infos zum nächsten Update mitzuteilen. Das könnt ihr gerne nochmal hier oben beim i auschecken. Und ich bin irgendwie auf die Idee gekommen. Ey, Clash Games, du hast doch noch nie ein Video gemacht, wo du irgendwie zeigst, wie man spielt mit Gold Mecha Bow und Gold Mecha Crow. Also ein Video, ich spiele mit Gold Mecha Bow und Gold Mecha Crow vor allen anderen. Und ihr habt den Titel gesehen, Freunde, ihr habt das Thumbnail gesehen. Heute gibt es das endlich, dieses Video. Ich bin richtig, richtig gespannt. Ich habe die beiden Brawler bzw. die beiden Skins selber erst ein oder zweimal ausprobiert, aber durfte die halt in der Vergangenheit noch nie irgendwie in einem Video offiziell zeigen. Deswegen, heute gibt es das Video, wo ich mit Gold Mecha Bow und Gold Mecha Crow spiele. Ihr wisst es, Leute, wenn irgendwelche Update-Infos sind oder irgendwelches Update-Gameplay oder neues Update allgemein, dann findet ihr hier auf meinem Kanal die Informationen vor allen anderen. Deswegen lasst an der Stelle auf jeden Fall einfach mal ein kostenloses Abo da und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir auf diesem Video mal wieder die 4000 Daumen nach oben erreichen könnten. Noch eine wichtige Info, und zwar wurden die Mails an die Gewinner von meinem Merch verschickt. Das heißt, die 10 Gewinner, die hier nachher später an meine Tafel kommen, beziehungsweise an das Plakat, was ich mir bestelle, die wurden kontaktiert. Und die 2 Leute, die ihre persönliche Merch-Lieferung bekommen, wurden auch kontaktiert. Falls ihr irgendwie eine E-Mail bekommen habt von meinem Merch-Betreiber, das ist der David, dann schaut auf jeden Fall mal nach. Ihr solltet eine Mail haben, beziehungsweise eure Eltern, je nachdem, über welche E-Mail bestellt wurde. Und natürlich nicht vergessen, Leute, falls ihr euch jetzt noch was von meiner alten Kollektion sichern wollt, schaut gerne bei clashgames-shop.de vorbei, Leute, ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem guten alten Bow. Und zwar natürlich mit dem Gold Mecha Bow, Alter. Schaut euch den mal an. Wie krass sieht bitte dieser Skin aus? Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in diese Map. Die ist relativ offen. Let's go. Erste Runde mit Gold Mecha Bow, Leute. Ohne Spaß, ich habe den selber noch, wie gesagt, erst ein, zwei Mal gespielt und der sieht halt in-game wirklich einfach mal richtig, richtig krass aus, Leute. Also ohne Spaß, wenn ihr davon jemals jemanden in-game sehen solltet, dann macht davon auf jeden Fall einen Screenshot und schickt mir den per Instagram. Weil ich weiß tatsächlich noch nicht, ob es bisher überhaupt schon Leute gibt, die diesen Brawler spielen, wahrscheinlich die Bow spielen, die schon Gold Mecha Bow oder Gold Mecha Crow haben. Laut meinem Stand sollten jetzt die ersten das schon geschafft haben. Ich bin mir aber tatsächlich nicht ganz sicher. Also falls ihr da irgendwie, wie gesagt, jemanden sehen solltet, der schon mit diesem Skin oder mit diesen Skins spielt, sei es irgendwie Gold Mecha Bow oder Gold Mecha Crow, dann kontaktiert mich auf jeden Fall. Das fände ich mega krass, wenn wir da irgendwie, oder wenn ich da mal die Info bekomme, ob das jetzt eigentlich schon jemand offiziell geschafft hat. So, aber erstmal wollen wir natürlich mal ein bisschen mit dem Brawler um die Gegend hier ein bisschen herumschauen, was dieser Brawler alles kann. Und ja, hier vorne, der 8-Bit, ja, Bro. Willst du jetzt hier Auge machen? Übrigens, Leute, ich habe ein paar Infos zum nächsten Update, beziehungsweise es sieht ganz danach aus, dass wir diesen Monat wieder ein Update bekommen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da drin reinkommen wird. Es wurde nämlich schon auf Reddit irgendwie gepostet, dass da irgendwas durchgesickert ist. Es kommt wohl ein neues Update. Ja, wir haben ja eigentlich bisher fast in jedem Monat, außer im Juli tatsächlich. Dort haben wir kein neues Update bekommen. Aber Ende August gab es jetzt das letzte Update. Deswegen, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das September-Update für uns bereithält. Wäre auf jeden Fall krass, wenn wir da, keine Ahnung, vielleicht den Battle Pass. Wobei, nee, Battle Pass habe ich ja in meinem gestrigen Video gesagt, der wird wahrscheinlich ja noch nicht kommen. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was Supercell da für uns bereithält, Freunde. Ich lasse mich selber auf jeden Fall mal überraschen. Und ihr wisst es, Leute, wenn irgendwie Infos, offizielle Infos am Start sind, wenn offiziell ein Gameplay schon verfügbar ist, was ich euch zeigen darf, dann wisst ihr es dann. Gibt es wieder ein Video,
ich spiele mit dem und dem Brawler oder das und das Update vor allen anderen Freunden. Ihr kennt meine guten alten Update-Titel. Oh, oh, oh. Die Penny hat da mal gerade mal Mega-Auge gemacht. Okay, die haben wir jetzt bekommen. Perfekt. Eine sehr, sehr gute Sache. Übrigens, viele fragen mich immer, ey, Clash Games, warum ist es denn jetzt hier so bei dem Dev-Bild, dass dort nicht so diese klassischen Bots rumlaufen, sondern auch irgendwie Leon oder sowas. Oder irgendwie, keine Ahnung, 8-Bit oder so. Ich glaube nämlich, der läuft am normalen Device, beziehungsweise auf dem normalen, im normalen Brawler-Spiel laufen solche Brawler da auch nicht rum. Ich habe tatsächlich mal nachgefragt. Das hat gar keinen speziellen Grund. Das ist halt einfach, keine Ahnung, irgendwie eine Programmiersache. Irgendwie, dass wir YouTuber euch ein bisschen, natürlich auch das Gameplay ein bisschen besser zeigen können, weil wir auch andere Brawler haben, gegen die wir spielen. Deswegen ist das Ganze so eine Sache, Freunde. Ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal. Wir machen jetzt mal was ganz Crazyes. Ihr wisst es ja, ich habe das Developer-Bild hier auf meinem iPad und an meinem Handy. Und jetzt machen wir mal Duo Showdown mit Goldmaker Bow und mit Goldmaker Crow. Aber ich muss jetzt beide gleichzeitig mit zwei Händen irgendwie steuern. Ich probiere mal, ob ich das hinkriege. So, Freunde, ich habe mir gerade überlegt, ich habe jetzt hier Goldmaker Crow und Goldmaker Bow ausgewählt. Aber ich werde jetzt hier an meinem iPad, ja, hier bin ich in der gleichen Lobby, hier werde ich gleich einfach das iPad schließen. Das heißt, dass hier ein Bot für mich spielt. Und dann, ja, wird das Ganze ein bisschen einfacher für mich. Okay, ich schließe jetzt hier mein iPad. iPad ist geschlossen. Okay, und da ist auch schon der Bot aktiv. Also wir spielen jetzt hier mit meinem Goldmaker Bow vom iPad. Richtig, richtig witzig. Oh mein Gott, okay, ich bin mal gespannt, wie der jetzt rasieren wird. Also bisher... Alter, was ist denn mit meinem iPad los? Leute, mein iPad ist ja mal mega krass. Da wird ja mal mega hart rasiert hier. Holy moly. Holy moly. Was ist denn mit dem Bot los, Alter? Das ist ohne Spaß, glaube ich, der stärkste Teammate-Bot, den ich jemals gesehen habe, oder? Kann das sein? Habt ihr schon mal so einen krassen Bot gesehen, Freunde? Eieiei. Hashtag GoldMechaBowBotOP in die Kommentare. Ich will, dass jeder das jetzt einmal in die Kommentare schreibt, Freunde. Was war das bitte für eine Runde? Holy shit, Alter. Aber guckt euch einfach auch mal diese Kombi am Ende an. Das sieht ja mal mega krass aus. Clash Games DevBit und Clash Games Dev iPad. Mega krass. Okay, ich würde sagen, wir wechseln jetzt nochmal die Combo. Ich spiele jetzt hier einfach mal mit Goldmaker Bow. Und am iPad wechsle ich mal zu Goldmaker Crow. So, Goldmaker Crow am iPad ist ausgewählt. Ich gehe wieder auf bereit. Let's go. iPad mache ich jetzt wieder aus. Und auf geht's in die Runde. Mal sehen, ob Goldmaker Crow auch so OP ist, Freunde. Ich bin mal gespannt. Okay. Ja, er will da auf jeden Fall schon mal eine Box kaputt machen, weiß aber nicht, dass er da am besten dicht rangehen soll, damit er mehr Schaden macht. Da ist er noch nicht so helle, der Kollege. Und er wurde schon mal geholt. Alles klar, Bro. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal üben. Ich warte jetzt mal ganz kurz, bis er respawnt. Und dann sammle ich erst den Power Cube ein, Leute, ihr wisst Bescheid. So, wie lange dauert es denn noch? Da ist er und er sammelt einen Cube ein. Ehrenmann, Leute, diese Combo, Alter. Sowas. Alter, was ist mit dem Bot los? Der Goldmaker Bobot, der war besser. Da muss ich aber echt sagen. Leute, wie gesagt, in die Kommentare. Goldmaker Bobot OP, oder was habe ich gerade gesagt? Also, der war auf jeden Fall echt krass. Okay. Da ist er wieder. Oh, Wien, jetzt bin ich der Bot gewesen, ey. Clash Games ist mal wieder lost. Alter, was? Okay, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, Freunde. Wir machen nochmal eine Runde. Aber es kann ja nicht sein, dass hier mein iPad gerade komplett abloost. Alt, iPad wieder aus und let's go, Freunde. So, auf geht's. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Okay, da ist der Bot aktiv. Und da vorne ist direkt schon mal eine Pieper. Hallo Pieper. Na, Pieper tot. Da ist ein Döner-Mike. Döner-Mike tot. Let's go. 3 Power Cubes sind am Start. Komm, Bro. Hier lang. Oh nein. Was ist sein Plan? Crow, Bruder. What is deine Plan, Mate? What is dein Plan? So, den Spike haben wir. Den Spike. Ich lasse das Ganze mal unkommentiert, dass ich jetzt hier gerade gegen die Bots verloren habe. Okay, ich bin in 6, 5, 4,
3, 2, 1, wieder da. Okay, der Ehrenbruder Crow hat auf mich gewartet, wobei der hat mir gerade bisher immer noch nicht geholfen, so richtig. Keine Ahnung, was bei ihm abgeht, so. Ja, oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Bots sind gerade mal anders am Rasieren. Aber warum klappt das nicht, dass ich mit Goldmecha Crow und Goldmecha Bow mal gewinne? So, einen letzten Try gebe ich dem Team hier nochmal. Ansonsten bin ich echt verzweifelt, Freunde. Ich hoffe mal, der holt jetzt sich die Kiste da. Let's go, Bot. Auf geht's, mein Lieber. Ja. So, wir haben hier schon mal zwei Power Cubes. Ich hoffe mal, dass da auch dann gleich eine 3 steht. Oh mein Gott, Alter. Die Bots sind ja mal anders krass. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das gar nicht, wieso die Bots so krass sind hier auf dem Dev-Bild. Das ist ja wirklich unglaublich. Ja, let's go. Komm schon. Mach kaputt. Ja, da ist irgendwas kaputt. Auf geht's. Ja, 6 Power Cubes sind am Start. Da ist schon mal... Oh nein. Oh nein, Bot. Ja, sehr schön, sehr schön. So, jetzt ist aber mal Showdown. Jetzt ist aber mal Showdown. Da vorne ist noch ein Cube. Komm schon. Also, man muss sagen, hier auf dem Deathbild sind die Bots auf jeden Fall besser als im normalen Game. Ich meine, da sind die Bots nur manchmal mega crazy. Aber hier sind die Bots ja mal anders krass. Alter. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe gesagt, es war die letzte Runde. Ich habe keine Ahnung, was mit diesen Bots hier auf dem Deathbild los ist. Ich glaube, die sind ja mal komplett auf Energy Boost. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Red Bull an der Stelle. Ich würde sagen, das war's jetzt hier mit dem Video. Checkt die Videos aus Linecard aus. Und dann sehen wir uns im nächsten Royces Video. Euer Clash Games und ciao. Ciao.